So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft Classic Vanilla Molten Core. Wir sind bei Maiodomus Executus. Und wie ihr seht, er ist böse. Wir haben also alle Dinger gelöscht, alle Runen. Und befinden uns jetzt hier unmittelbar vor dem ersten Versuch bei Maiodomus. Und ich überlasse jetzt dem Raidleiter soweit das Wort. Lasst euch mal ein bisschen von ihm einführen, die ganze Materie. Hört einfach zu. Sofern er was sagt. Tja, jetzt sagen sie natürlich wieder nichts. Jetzt, wo sie was sagen könnten, sagen sie nichts. Und dann, wenn sie nichts sagen könnten, dann sagen sie was. Ihr seht schon, hier entstehen ganz viele Zeichen über denen. Drüber. Wir müssen die, wenn ich es richtig im Kopf, nacheinander töten dann. Also ganz wichtig, die Heiler, die Kleinen, die müssen jetzt im Schieb bleiben und die müssen durchgeschiebt bleiben. Wenn die einmal rauskommen und die Heilung durchkommt, dann haben wir schon so gut wie verloren. Kylia, machst du bitte Dreieck. Valkyria, machst du bitte Pink. Ataraxia, einen machst du noch mit, oder? Jo, einen noch, ja. Machst du dann bitte Sternchen? Jo. Nein, ich sehe, jetzt sind vier Heiler. Der. Eisfeld, machst du bitte Mond. Dann Crusher tankt Majordomus, Exekutus. Und da brauche ich noch am besten jemanden, einen Heiler, der ein bisschen Feuergier anhat. Feuerresigier, damit eventuell er. Oder Moment, was stand da? Damit der da reingeportet wird in die Mitte. Jo, welcher Charmy erklärt sich bereit, beim Majordomus zu stehen, um geportet zu werden? Gardes. Gardes macht das, ne? Klar. Ich? Bist du verrückt? Ich kann das nicht. Guck dich da an, du bist viel besser. Du musst immer beim Majordomus drinstehen. Und dann bleibst du auch am besten auf Crusher als Heiler. User in your channel, wenn du da in der Nähe stehst. Ich müsste nochmal wieder mich in eine andere Gruppe beziehen, so. Und wo? User disconnected from your channel. Die Druiden, Oromis und Sagera, bitte die Ad-Tanks alle durchschotten. Keine großen Heilungen machen. Schwefel. Ja. Machst du bitte Totenkopf. Duma, machst du bitte Blau, Wes macht bitte X. Und wen habe ich noch? Ich war gerade auf dem Desktop. User joined your channel. Dex, machst du bitte Kreis. Schildkröte und Adar bitte noch auf Crusher achten. Ja, switchen mal bitte die Tanks, Totenkopf und Preis, das wäre blöd. Ich weiß nicht, wie das Equip aussieht. Also Schwefel nimmt Kreis und Dex nimmt bitte Totenkopf.
Hier fehlt noch ein bisschen Int. Bei mir zumindestens. Schwefel hat auch keine Ausdauer. Ausdauergruppe 6 fehlt, glaube ich, komplett. Ja. Sind wir mal nicht so. Wir haben zwar Gruppe 8 für Ist der crazy schon da? Ah, cool. Aber man kann auch ruhig mal anders Hammer. machen. Hammer. Gut, meine Gruppe ist. Ne, crazy fehlt noch ein Wille, eine Single-Wille. Jetzt alle. Oh, lololol. Ja, wir tauschen die Sache morgen. Sorry, ich war noch im Gespräch mit dem Typen. Dann buff ich mal die Gruppe noch mit Wille eben durch. So. Wir haben alle. Crusher und Duma fehlen noch. Crusher und Duma. So, was tut Bitte lass sie im Schieb. Bitte lass die nicht rauskommen. Wenn ihr das Gefühl habt, der resistet, doch mal direkt zweimal am besten das Schieb casten und nicht rauskommen lassen. Die bleiben so lange im Schieb, bis die ersten vier down sind und dann picken wir uns eins raus. Geiles Add-on gibt's dafür. Keine Ahnung, wie das heißt, ist mir auch egal, besorgt euch. Gebufft ist. Jo, wenn wir nicht jo. Loslegen, wird bei mir zu knapp. Ja, machen wir jetzt auch. Hat ein Magier bitte Eisblock dabei? Irgendeiner? Die Ads einfach tanken, wo sie stehen, oder wie? Feuerresigier, ja, nein. Nein. Okay. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Kein Dingset. Das ganze Crap-Zeug noch an, so. Wo ist mein Ring? Da ist mein Ring. So. Nee, das war der falsche Ring. Malz bitte mit Damage machen. Gibt es eine Heiler-Zuteilung? Die, die nicht genannt worden sind, bitte auf die Attanks und auf die Gruppe. Ich weiß nicht, wie viel Gruppenschaden reinkommt. Aber guckt auf die Attanks. Schwefel, Duma, Dex und Wes. So, dann kein Magier hat einen Eisblock dabei. Brauchen wir ein Pet. Babsi, du hast auch keinen Schieb, ne? Dann knall mal einen an von denen. Am besten Totenkopf und Eisblock. Sid, wo werden die jetzt getankt? Zumindest nicht neben Mario. Naja. Babsi macht das mit dem Boah, Eisblock. Mach mal bitte das Totem wieder weg. Danke. Also von der Leg Farbe los, der Babsi. Ads könnte Drei. Pommes 2, mit Mario 1. Sein. So. Ja, das wird so schief gehen. Das wird so verdammt schief gehen. Ich sehe es kommen. Ich heile halt mal, was so anfällt. Da ist ein Schieb raus. Miri? Ja, weil Eisi tot ist, wa? Mond ist auch raus. Leute, Mond nachschieben. Miri, was machst du? Wieso kriegst du so viel Schaden rein? X. Tot, tot. Leute, nachschieben, nachschieben. Ja, ihr wisst das schon mit dem Schild, oder? Okay. Blau. Also kann ich wenigstens für euch kommentieren. Gutes Fenster stört es ein bisschen. Aber wir sehen noch genug. Ja, Hälfte vom Raid. Nicht ganz. Ein Viertel ist vielleicht tot. Aber auch von den Gegnern liegen schon einige. Wie sieht's denn hier aus? Der Heiler ist gleich weg. Da ist einer von uns schon wieder gestorben.
Haben wir hier noch ein paar Schweinchen, Schäfchen. Schäfchen nach Schäfchen, genau, schön. Neues Schweinchen. Vorsicht, Majodom ist nicht zu weit runter, sonst resettet der uns noch. Also hier werden wir hier gerade alle umgenatzt. Ja, von ja, ja. Natürlich, klar, Crusher. Down. Tankt ja keine mehr. Tja. Gut, ich meine, erster Versuch hätte schlimmer laufen können, aber ja. Problem war halt, dass Eisfeld sofort gestorben ist und warum Miri dauernd Schaden bekommen hat, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. SS haben wir genug. Wir nur warten, dass der Pommes mit Mayo hier seine Leute aufgeräumt hat. Und da ist er wieder in oh, all seiner wieder. Schönheit. Das ist deine Art, oder? Was denn? Ja, nix, du was? Weißt, was ich meine. Was? Totstellen? Ach, das ist Vanish. Vanish. Ja. Siehst du mal, der gähnt schon, dem ist ich langweilig. Ich hab noch Ed draufgehauen, ich hab das Ed noch gekillt. Welches? Das große, ne? Den Kreis. Jo, Kreis haben wir noch geschafft, dann ist mein Finger auch irgendwie auf Totstellen gekommen, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Tobi, wo warst du eigentlich den Kampf über? Ich dachte, ein Schuss und das Ding ist gegessen. Raggi, ja. Er sollte doch vorher Raggi töten, während wir hier... Ach so. Naja, ihr müsst euch jetzt einigen. Also soll ich jetzt hier den Majodomus klatschen oder Ragnaros? Beide. Beide? Wozu gibt's Multishot, ja. Den darf ich hier nicht nehmen, wegen den scheiß Schafen. Man muss halt besser zielen. Das kann man reinlatzen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, drei Sheeps gleichzeitig rauszubringen. Ich hab's gesagt mit den Sheeps. Das ist todeswichtig, echt. Ich schieb die alle 10 Sekunden nach, wenn es sein muss. Tja, auch das gehört dazu. Schafft eure Toten raus und belebt sie wieder. Aber wie gesagt, für den ersten Versuch sah wirklich nicht schlecht aus. Wir haben einiges kaputt bekommen. Wie viele Ads waren jetzt eigentlich da? 4. No. Ja, die sind ja auch noch einfach. Crushy Bushy aufheben hier. Komm. Und hier hat sich schon einer zum Kochen hingelegt. So, wo ist er denn? Ah, ich habe kein Mana mehr, okay. Der Trax hier schnell besetzen, ich muss nämlich weg. Ja, welches Sheep hattest du nochmal? Stern. Ja. Das mit den Schilden, das habe ich jetzt nicht gesehen, ob ich die reinigen konnte. Nee. Dann pörsch du dich selber. Jo. Danke Leute, ich bin Run. Wir sehen uns dann am Sonntag. Jo, viel Spaß. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Okay. Wieso purge ich mich selber? Da steht ja nichts von reflektieren. Doch. Die haben zwei Schilde.
Ja, drei. Das ist einmal die Aegis, Schadenschild und Magiereflexion. Ja, 50% Zauberreflexion. Purge ist ein Zauber. Welche Farbe hatte denn Magiereflexion? Weiß, glaube ich. Also da müssen die Caster echt aufpassen. Ihr seht, wir haben hier schön unseren Buffplan immer. Ja, da bin ich. Gruppe 8, Wille und Ausdauer. Ja, und auch die Melees können es den Heilern etwas einfacher machen, wenn sie sich nicht an den Ads totrubbeln. Das Schadenschild ist eigentlich gegenheilbar, jetzt abgesehen von Schurken. Wenn die so schnell zuhauen oder Furies. Kommt Jungs, macht hin, ich will Ragnaros sehen. User in your channel timed out. Und Hunger habe ich auch. Ich bin vorhin heimgekommen und direkt zum Raid gestoßen. Ich habe nicht mal was dazwischen gegessen. Aber ich habe mir einen sehr schönen Döner mitgebracht, der jetzt bestimmt schon kalt ist. Und den packe ich nachher schnell in den Backofen und heiz nochmal auf und dann passt es schon. Ich hoffe, das sind sehr gute Döners. Die habe ich das letzte Mal dort vor anderthalb Jahren gegessen. Da war er hervorragend. Ich hoffe, daran hat sich nichts geändert. Werden wir sehen. User in your channel timed out. User entered your channel. Also ich muss mal bald meinen Stab neu bürsten hier. Da rennt so langsam das Malaöl weg. Das mache ich aber erst kurz, bevor wir es wieder versuchen. Damit es möglichst lang hält. Wo bleibt der Oro? Tja. Ah. Wo bleibt der Oro? Wo ist der Deinhard? Auch noch in dem nicht. Der. Ja. Wille noch an Dark und Oloy. Und MDW Gruppe 3. Dankeschön. Und an Haramash. Ausdauer, Sanitöter. Timmy, Sejin, Miri. Das läuft jetzt aus. Klicke ich mal weg. Mit Damage, aber achte auf die Magiereflexion. Das ist ein weißes Schild. Geht nicht zum Wegklicken. Egal, dann behandle ich meinen Stab hier mal wieder. Ja, genau, Babsi. Mach das mal bitte. Und zack, wieder 60 Minuten. Sehr schön. Jo, Magie entdecken sowieso. Ich könnte an dieser Stelle jetzt auch seichte Fahrstuhlmusik einspielen. Das wäre ja cool, wenn er euch alle mal die Guides durchliest. Muss vielleicht auch nicht so viel erklären. So wie eben, Baldrian. Aber diesmal. Jetzt bringen wir ganz den flachen Spruch. Pass mal auf. So. Guides ist geil. Hey Freunde, darf ich auch mal ziehen? Nee, du bist so klein. Den versteht wieder niemand.
Mond hat er doch gerade gesagt, oder? Stern, glaube ich. Sorry, dann war es Stern. Alle da, alle gebufft. Jetzt kommen wir in die dramatische Musik. Da muss der Goody jetzt reinspringen und Eisblock benutzen, bitte. Bist du da? Goody, Goody, Goody. Goody. Trouble, ich schon mal tot stellen. Das nenne ich Vertrauen in die Gruppe hier. Kommst nach vorne und pulst. Dann ab in den Eisblock. Okay, go. Nicht durch die Mitte laufen. Niemand fordert die Söhne der lebenden Flamme heraus. So. Na dann mal Daumen drücken, ne? Dass jetzt besser läuft hier. Ich heile hier mal vorrangig mit normalem Heilen und hoffe auf Crits, weil das mein Mana-Haushalt sehr viel mehr schont, als wenn ich es anders machen würde. Denn es gibt auch noch andere, die große Heilung und so weiter einsetzen. Und da versuche ich doch der etwas beständigere hier zu sein. Und hoffe, das haut hin. Mal Kate heilen. Oder Kai. Kai Pflaume. So. Vielleicht sollte ich auch immer ein bisschen aus dem Weg gehen. Der muss jetzt nicht mehr laufen. Liegt es auch schon da? Sehr schön. Oh Gott, Goody hat's geschmissen. User entered your channel. Dex, falls hier jetzt gleich ein Heiler rauskommt und der nicht schiebbar ist, bitte tanken. Jo, ist klar. So. Ja, ihr merkt schon, wir kommen einigermaßen gut hier zu Rande. Das sieht schön aus. Es leben noch alle. Aber warum leckt denn das jetzt so? Ein. Ich habe zwar auch so keinen mehr, aber. So bei dir gerade. So, hier ist Magiereflexion drauf. Großen, das mache ich bei Kylia. Zack. Machen wir mal Kreis. Kreis ist down. Ach, Stern, sorry. Stern, Stern, Stern. Und unterbrechen. Gut, mit Mana sieht es noch gut aus. Noch 40% für mein Mana. Sehr schön. Ich muss näher ran, okay. Lila ist raus. Lila ist raus. User in your channel timed out. Ada hat Ada gemacht. Schwefelhain. Lila. So, die anderen beiden bitte nachschieben. So, jetzt geht mir mein Mana dann platt. Also jetzt sollten wir langsam aber sicher zur Potte kommen. Und Crusher bräuchte demnächst eventuell einen zweiten Heiler, weil Gardes Mana ist fast down. Tito, mein Mana ist auch down. Ich muss jetzt mal langsam... Das ist Schildkröte, kannst du das machen, bitte? Ah, ich bin tot, verdammt. Was hat mich erwischt? Was hat mich erwischt? Feuerschuppenheiler, okay. Hat mich erledigt, verdammt. Magie-Schilofrin. Na gut, ich war eh leer. Also ich bin quasi eine leere Batterie, die jetzt hier ins Recycling gekommen ist. Oh, Miri. Ja, danke, Miri. Sehr schön. Dankeschön. Und Mond, komm. Das freut mich. Jetzt kann ich hier nämlich wieder... Jetzt habe ich nämlich wieder Mana. Das ist fein am Battle Reds. So. Ich buff mich jetzt nicht. Ja, denn ich möchte jedes Mana hier, das ich habe, nutzen, um die Leute am Leben zu erhalten.
Nice. Sehr schön. Hey, geil, sauber dry, Leute. Nice. Wunderbar, super gelaufen, da ist die Kiste. Was das war? Das war Imba. Perfekt. Super, echt. Serial, deine Truhe. Bin dran. Und ihr war dabei. Das ist zweiter Versuch am Boss überhaupt und wir haben ihn. Ja, ja, bla bla bla. So, folgen wir Loot. Sauber, sauber gewickelt, den Kerl. Okay, was haben wir denn? Fangen wir an mit den Handschuhen. Stoffhandschuhe und... das Auge der Offenbarung. Was habe ich denn? 35 Statik-AP. Brauche ich nicht, ich habe ja die T1-Handschuhe. Brauche ich die doch nicht. Lass mich mal gucken, hier vergleichen. Nee. Soll Goodie nehmen, das passt schon. Das ist auch Schaden hier, hauptsächlich erhöht durch Feuerzauber. Na, das Eidfeld. Ist also bei einem Eisfeld. Dingens gut aufgestellt. Strahlt ein Minus, wenn du sie nicht haben willst, oder biete mit. Okay. Und für 35 an Goodie. Ah ne, Valkyria fehlt noch. Was ist mit Valkyria? Ich bleib natürlich drauf, wie immer, bis nach dem Loot. Ich glaube, die sind durch und durch Eismagier. So. Muss er sich das rausnehmen selbst, ne? Ja, ich glaube schon. Jo, dann machen wir erstmal das Auge noch. Warte noch, Goodie. Oh, jetzt gibt's Krieg. Jetzt gibt's Krieg. Ja, bin ich gespannt, ey. So, das Auge. Was ist denn das? 85 oder was? Das ist eine Waffe, ja. So, 85 Statik-AP. Und los geht's, Leute. Nö, muss ich nicht ums Verrecken haben. Ich habe wahrscheinlich sowieso keine Zeit, um die Quest wirklich zu machen. Von daher ist es bei anderen besser aufgehoben. Da muss man auch so fair also, sein. Also, wenn ihr das verhindern wollt, bietet direkt 200, wenn ihr so habt. Sonst stehen wir hier gleich noch. Sollen sie sich drum kloppen? Ich meine, das ist ein geiler Stab. Segnung und Bandfluch, ja, da kann man überhaupt nichts sagen. Vielleicht habe ich ihn irgendwann auch. Mal schauen. All in. Alles auf Risiko. Schildkritik geht all in. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Ich weiß das auch nicht. 190. Ich bin bei 190, laut den DKP-Anzeigen auf der Website. Okay. Jo, kommt da noch wer drüber? Das ist aktuell die DKP-Anzeige auf der Seite, also. Okay, dann 195. Aber da wir keine krummen Zahlen nehmen, nehmen wir 190. Ah, schön. Ja. Was soll's, es hilft dem Mate insgesamt. Wer Schildkröte denn der Erste auf Vordenseite mit dem Ding? Ah, da. Ne, kann sein, ja. Passt du jetzt oder machst du noch irgendwas? Tja, da, das wäre Bräusch gewesen. Runter. Fieser Feiglinge. Ne, bei 190 sind wir gerade. Ne, wir hören dich nicht, Schild. Aha, da hört's TS nicht. Tja, für den Preis verdient. Findest du jetzt auch 195, ne? Mein Gott, mach doch einfach 200 und gut ist, wenn das haben will. Das ist nicht so schwer jetzt. Och. Na gut, Ada 200. Zell an. Der höher ist sowieso keine Ada, hat doch die meisten dann.
So, dann nehmt euch mal die Sachen raus. Am besten auch die richtigen. So, wo machen wir denn jetzt einen Screenshot? Gut, die ran an die Kiste, hol dir dein Item raus. Och, Stil. Stil wird überschätzt. Boom, Schiffloot, alles weg. Höchstens, es hätte Style, aber Stil? Nee. Denkste. Denkste. Du bist so ein Drecksnub, Alter. So ein Drecksnub. Was denn? Das gibt's nicht. Hier läuft so ein Woger rum. Er schießt den an, stellt sich tot und denkt so, der haut mich, aber von wegen. Ah, oh, was für ein Scheiß. So, Jungs, so stellen wir es auf. Ja, viel Spaß. User joined your channel. Screenshot? Tja, die wollen alle schon weiter. Guck Moment, mal. Ich hab hier Internet. Mhm, auf jeden. Ja, wo? Wie? Ausrichtung? Hier? Hallo? Ja. Warum ist der da nicht im TS? Ne? Geht nicht. Also, Trouble und Sid nochmal zurück. Oh, was? Okay. Ihr wart dabei, ihr müsst mit dabei sein. Um auf den ja, ich sehe ich ja ein. Und deshalb haben die anderen sich mal Zeit zu positionieren. Die Dicken nach hinten, die Kleinen nach vorne. Ich bin klein, also nach vorne. Hat Totox das mal angepasst auf 18? Weil dann müsste es ja jetzt dann auf 19. Danke, Kröte. Ich wollte dir eigentlich das Auge der Schatten schenken, wenn du es kriegst, aber bitte. Hey, jetzt aber zack ich hier. Eine Stunde so. Noch am Raggi rumtouren, ey, das ist super. Obwohl das Buffoot und dann ja, schön. Das Buffoot geht zur Neige, also gebt euch. Da ist Robbie Bubble. Ja. Hat sich ein Wassermax also die Rüstung getackert. Jetzt sprudelt er. Tja, da sind schon wieder welche weg. What the fuck? So, gut, also das war's mit Majodomus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, euch auch bei Ragnaros wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen, wenn wir mit Postmortem Ragnaros löschen. Wann das passiert, weiß ich nicht. Mal schauen, wie wir das schaffen werden. Ja, ich wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Let's Play anschaut. Und würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.